Hallo und herzlich willkommen zurück zu Endless Fables 2 Eisiger Pfad zum Bonuskapitel Die Unterwelt. Hier ist Sabine die Cat und ich wünsche euch viel Spaß. Just when I thought we were safe. If the Kraken is loose, then Ran's temple is our best hope. I found the sea goddess's temple by the water when I was searching for Hod's castle. But with that monster blocking the front door, our only way out is the roof. Wir kriegen das Buch des Trauger. Gut, die nächsten Sammelobjekte haben wir hier oben. Und hier links der Papierflieger. Dann schauen wir hierher. Nehmen wir das Stativ und blockieren als erstes mal die Tür, dass da keiner mehr reinkommt. Dann haben wir einen Mistelzweig, einen grünen Edelstein und hier im Blumentopf einen Schlüssel. Schauen wir sich weiter um. Hier links haben wir eine Linse. Und hier vorne ein Hammer. Dann gehen wir raus aufs Dach. Das Buch können wir vorher noch kombinieren mit dem Schlüssel. Kriegen wir ein Seepferdchen. So, jetzt gehen wir hoch. Auch hier wieder die nächsten Sammelobjekte hier rechts unter dem Kübel. Und hier links unten, die Tasche wird sich gleich in ein Seil verwandeln. Dann haben wir hier den nächsten Edelstein, Nummer 2. Schauen rechts her, zu der Decke, da haben wir eine Lampe. Und unter der Decke können wir die Edelsteine einfügen. Dann kriegen wir zwei Sachen. Zum einen ein Seilbahngurt und Seilbahnmechanismus. Wir schauen uns die Lampe genauer an. Die können wir zerlegen, da kriegen wir eine Schnur und einen Haken. Später können wir die auch noch anzünden. Aber zuerst setzen wir da oben den Seilbahnmechanismus ein, den Haken und den Gurt. Und dann geht's vor zur geheimen Treppe. Hier wieder das nächste Sammelobjekt, hier links. Gehen wir zu der Tür her. Da kriegen wir ein kaputtes Paddel. Das können wir reparieren mit unserem Seil. Der Schnur. Da bekommen wir einen Ast. Mit dem Ast gehen wir zurück aufs Dach. Da holen wir sich den Kübel her. Gehen wieder zur geheimen Treppe. Runter zum Boot. Da können wir jetzt das Ruder einfügen und mit dem Kübel leeren wir das Wasser raus. Dann geht's zum Tempeleingang. Da schauen wir sich mal links um. Da können wir das Seepferdchen einfügen, dann wird es lustig. Info. Bewege die Kacheln, um das Bild wiederherzustellen. Einige farbige Bereiche dienen als Hilfe. Gut, also wir haben hier einige Bereiche, da können wir drüber ziehen. Das ist fix. Da zum Beispiel. Ja, da können wir uns ein bisschen freier bewegen. Dann ziehen wir das mal alles nach rechts. Das nach unten und das hier rüber. Dann haben wir schon mal den ersten Teil komplettiert.
Dann kommt das hier rüber. Der kommt hierher. Und der Teil kommt hierher. Den können wir hier lassen. Der muss dann sowieso hierher. Der kommt hier rüber. Der kommt hier unten her. Der nebenbei. Und der hierher. Der hat zwei Sachen für uns. Zum einen die Sternritzung, Teil des Muschelemblems. Schauen wir sich das links genauer an. Da haben wir ein Meißel und einen Feuerstahl. So, mit unserem Hammer und Meißel können wir das zerlegen. Dann bekommen wir Rune Nummer 1. Schauen sich die Linse jetzt genauer an. Okay, da können wir noch nichts machen. X. Dann nehmen wir die Laterne, die können wir anzünden. Dann gehen wir zurück. Mal hier unten her, zum Steg. Da fügen wir die Steinritzung ein. Dann kriegen wir Rune Nummer 2 und das Muschelemblem. Gehen zum Baum her. Links. Zum Haus, da fügen wir die Laterne ein. Dann haben wir das nächste Wimmelbildspiel. Gut, wir fangen mal an mit Holzhacken. Das Holz kommt in den Ofen. Rechts hier hinten haben wir einen Wasserkessel. Das Wasser kommt in den Kessel. Dann zünden wir das Ganze an. Das Bild kommt hierher. Unterm Polster ist der Fenstergriff. Da leeren wir jetzt das Wasser drüber. Die Figur kommt hier oben her. Und wir haben Rune Nummer 3. Gut, dann schauen wir uns jetzt nochmal die Linse an. Das sollte. So, also man muss zwei Schutzhüllen runternehmen und dann kriegt man die Linse. Gehen wir zurück aufs Dach. Fügen hier die Linse ein. Und jetzt gehen wir Runen suchen. Bewege das Teleskop, um die Runen zu finden, die auf der Linse zu sehen sind. Du wirst auch andere Runen vorfinden. Gut, wir starten mal hier, ungefähr auf der Höhe. Dann haben wir gleich mal die erste. Zweite. Dritte. Gehen wir ein bisschen höher. Die vierte, dann gehen wir da gleich mal rüber wieder. Die brauchen wir nicht. Hier oben. Und hier, die brauchen wir auch nicht. Hier ganz oben. Dann haben wir die Runenreihenfolge. Damit gehen wir jetzt wieder nach vor zur geheimen Treppe. Zum Tempeleingang. Zuerst die Runen und dann die Reihenfolge. Das heißt, wir brauchen die mal hier drüben. Dann brauchen wir die ganz hintere. Dann brauchen wir nur noch die zwei vertauschen. Das war der ganze Spuk. Dann gehen wir rein zu Rans Tempel. Greetings.
You have come for help with the Kraken, I'm sure. Only Loki would dare to release that monster in here. Anything it touches will become a Draug, the undead. If you want to save this place, you must lure the Kraken back to the underworld, a land ruled by the goddess Hel. I can open a gate to her realm, but the living are not normally allowed there. You must find a way to pass through. Gut, wir schauen uns hier mal um. Nächsten Sammelobjekte hier links. Und hier auf der rechten Seite, der Korb wird sich gleich in eine Truhe verwandeln. Schauen rechts zum Wasserbecken her. Da fügen wir die Muscheln ein. Nehmen den Frosch mit und füllen unseren Eimer mit Wasser. Dann gehen wir hierher zu der Säule. Mit Hammer und Meißel holen wir uns die Kette. Gehen in die Mitte runter. Die Schalter müssen in die Mitte zeigen. Das heißt, wenn die blau leuchten, dann ist es okay. Wir bekommen ein Auge, eine Flasche und ein Rezept. Dann öffnet sich das Portal. Wir gehen jetzt raus in den, zum Tempeleingang. Links hierher zum Baum. Da füllen wir das Wasser rein. Mit der Kette holen wir uns die Äste runter. Kriegen wir Haselnüsse. So, jetzt gehen wir zu Peters Haus. Vor. Das Rezept kommt hierher. Rinde und Haselnüsse werden zerstampft, die Misteln kommen in das rote Getränk, dann kommt mit einem kleinen Löffel noch Salz dazu, wird umgerührt und eingefüllt. Wir brauchen mal das Fläschchen, Haselnüsse, Rinde, Misteln. Das zerstampfen wir gleich mal. Die Misteln kommen hier rein, das kommt auch hier rein. Dann öffnen wir die untere Schublade, da ist ein kleiner Löffel drin. Damit holen wir uns das Salz. Der Trichter kommt auf das Fläschchen hier. Dann wird alles gut durchgerührt. Gut, dann gehen wir wieder vor. Das nächste Sammelobjekt hier oben auf der linken Seite. Schauen wir rechts her. Hinter den Steinen verbirgt sich eine Pinzette. Hier rechts haben wir einen Spiegel und Gift und hinterm Gras. Glas Nummer 1. Jetzt gehen wir zurück, putzen den Spiegel rechts oben im Wasser. Gehen wieder zu Hels Schloss. Zu der Tür, den bringen wir jetzt zum Lachen. Ich würde ja sagen zum Weinen, aber gut. Er freut sich halt. Gehen rein zur Flur, zum Flur des Leidens. Das ist Hel. So, the Kraken is loose in the mortal realm. My responsibility is not to the living. But I could help you lure the creature back home, if you make it worth my while. I lost a precious medallion in your world before I was sent here. Bring it back and I will help you. Das nächste Sammelobjekt hier unten bei der Treppe. Dann gehen wir hoch. Glas Nummer 2 und hier können wir unser Giftfläschchen öffnen lassen. Gehen raus.
rechts Herz, vergift mal die Pflanze hier. Kriegen Glas Nummer 3. Gehen wieder rein. Reparieren hier vorne das Glas. Passe die Farben der Fenster an die wiederhergestellten Teile an. Ändere die Farbe, indem du das Teil aussuchst. Man kann sich das schön am Rand halten. Welche Farbe das sein soll, das ist zum Beispiel zu dunkel. Auch hier wieder. Wir müssen uns auf das Grün hier konzentrieren. Dann gehen wir gleich hierher. Mit Hammer und Meißel öffnen wir das. Kriegen einen Beutel, da schauen wir gleich nochmal rein, wenn wir neugierig sind. Seeschlangenemblem. Damit gehen wir zurück zu Hells Schloss, zu Rans Tempel. Hier oben bei der Säule können wir zum einen mit der Pinzette den Dreizack rausholen und oben das Seeschlangenemblem einfügen. Dann kriegen wir das zweite Auge. Den kaputten Dreizack kombinieren wir mit der Schnur. Dann gehen wir gleich mal zurück zum Totenkopf. Da fügen wir die zwei Augen ein. Dafür kriegen wir das Medaillon von der Hell. Gehen wieder vor. Links können wir jetzt mit dem Dreizack das rüberholen. Dann haben wir das nächste Wimmelbildspiel. Wir brauchen einen Tierschädel. Eine Schlange. Einen Hammer. Eine Kralle. Harfe. Speer. Das ist der Becher da. Horn. Topf. Lupe. Und den Rest finden wir versteckt, zum Beispiel unter dem Stein. Ist die Brosche. In der Kiste ist der Rahmen. Ja, und das war's auch schon. Als nächstes schicken wir unseren Frosch hier oben hin. Dann haben wir einen leuchtenden Frosch. So, jetzt gehen wir rein. Und übergeben der Hell das Medaillon. My such skill and bravery from an insignificant mortal. I'm a goddess of my word. Take this beacon. The beast can't resist it. So, wir kriegen den Stab der Unterwelt und ein Wimmelbildspiel. Wir brauchen die Totenköpfe. Und alles andere. Noch ein Totenkopf und dann Knochen. Mit dem Besen machen wir hier oben rechts sauber. Und unterm Helm ist das letzte Teil. Skeletthebel, das heißt, wir gehen jetzt wieder retour auf die rechte Seite her. Hebel rein, glücklich sein. Dann geht's rüber zur Kammer der Sühne. Hierher. Da fügen wir die Kralle ein. Finde die Unterschiede. Das heißt, wir haben einmal hier vorne, da steht was. Vorher, das steht hier nicht. Dann hinten beim Kopf fehlt was. Die Flügel stehen nach oben. Hier fehlt ein Füßchen. So, und hier die Kralle passt auch nicht. Dann können wir vorgehen zum Totenkopf. Da schmeißen wir die Kröte rein. Der fühlt sich gleich mal pudelwohl hier. Nimm den Hebel mit, gehen jetzt wieder zurück.
Nein, wir holen uns die letzten Sammelobjekte noch. Und zwar hier vorne bei der Spalte. Damit haben wir komplett alle gesammelt. Und das letzte Morph-Objekt ist hier oben. Damit haben wir auch die alle vollständig. Gut, dann gehen wir zurück. Zu der Tür hier vorne. Da fügen wir jetzt das Zahnrad ein. Und den Griff, die Kurbel. Kriegen wir eine Münze und einen Edelstein. Damit holen wir sich jetzt den Kraken her. Das heißt wieder zur Kammer der Sühne. Zum Totenkopf, der kriegt die Münze. Dann können wir in die Mitte gehen. Da kommt der Stab der Unterwelt rein. Das Flammenjuwel vorne. Und jetzt müssen wir Acht geben auf die Kerzen, in welcher Reihenfolge die angezündet gehören. Okay, das war. Dann fangen wir mit der hier an. Zwei und drei. Dann kommen die letzten vier. Eins, zwei, drei und vier. Das war das Bonuskapitel von Endless Fables 2, der eisige Pfad, die Unterwelt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich natürlich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu kommentieren, vergesst nicht zu abonnieren. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Spielewünsche, irgendwelche Spielevorschläge habt, ich würde mich freuen. Schreibt es einfach drunter in die Kommentare. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bei meinem nächsten Projekt. Tschüss!